2 ist kein Grit. Schock? Nein, Wahrheit. Ich begründe das. Code Masters hatte alle Chancen, aus der Fortsetzung ein wirklich gutes Spiel zu machen. Sie taten es nicht. Was sie gebaut haben, ist ein weiteres Need for Speed. Mittelmäßig und völlig ohne Belang. Sicher, die Grafik ist super, das Schadensmodell ist erstaunlich, aber reicht das? Nein. Was macht ein gutes Spiel? Nicht die Grafik, die Story. Und genau da liegt der Hund begraben. In Grid 2 ist die Story vereinfacht so. Unbekannter Fahrer kriegt Auto von Investor, fährt Rennen um Punkte, Styles, Kudos oder in unserem Fall Fans. Hat er genug? Bumm, zack, puff, neues Level frei. Und neues Auto. Nicht gekauft, geschenkt. Warum? Wieso? Weiß keiner. Ist einfach so. Neues Rennen, neues Auto, bumm, zack, puff, neues Level. Und so geht das weiter. Niemand redet von Geld. Autos kommen vom Investor. Schön. Nicht. Warum man fährt, erfährt man immerhin. Der Investor will eine weltweite Rennserie aufbauen. Okay. Und wie? Man schickt den unbekannten Fahrer in den geschenkten Autos gegen Rennclubs. Wenn man sie besiegt, machen sie in der Serie mit. Ja. Das reicht mir nicht und Team Game Genuss erst recht nicht. Das ist zu dünn. Da ist keine Substanz dahinter. Wer ist der Fahrer? Wieso wird gerade in den investiert? Wieso finden die Clubs einen dann ganz toll und machen ohne Geld in der Serie mit? Kriegen die ihre Autos auch geschenkt? Erfährt man alles nicht? Schade eigentlich. Zu den Rennmodi an sich kann man nichts Negatives sagen. Checkpoint-Rennen, Elimination-Rennen, normale Rundkurse durch enge Straßen, alles toll. Aber auch alles schon mal vorgekommen. Klar kann man das Rad nicht neu erfinden, aber es muss man ja auch nicht. Das ist solide Handwerkskunst, da gibt's nichts zu meckern. Das Live-Route-System, wo sich die Strecke live immer wieder an einer Kreuzung ändert, funktioniert sehr gut. Hätte aber Feinschliff vertragen können, mit einer Minikarte oder anständigen Richtungspfeilen. So knallt man oft einfach mal so in die Wand, weil die Kurve einfach absolut nicht einsehbar war. Naja. Technisch ist es sauber programmiert. Ein paar kleine Tearings hier und da, aber das liegt wohl eher an meiner Grafikkarte. Was positiv auffällt, ist wirklich das Schadensmodell. Das Auto zerlegt sich wirklich buchstäblich in alle Einzelteile. Das ist gut. Allerdings gibt es Sachen, die sind einfach schlecht. Am schlimmsten ist dabei der ewig nervende und Bullshit-quasselnde Renningenieur. Wenn du als Erster ins Ziel kommst, hast du gewonnen. Echt wahr? Du bist jetzt Zweiter, fahre um den Sieg. Hä? Ich darf jetzt nicht stehen bleiben? Oder Top 4 ist gut, Top 3 aber besser. Was du nicht sagst. Solch geistiger Irrwitz kommt da ins Ohr und man fragt sich, wurde der eingebaut, um das Spiel zu erschweren oder den Spieler so abzulenken, dass er Fehler macht? Und das Allerschlimmste, er wiederholt sich extrem oft. Das nervt einfach. Und dann die KI. Ach ja, die KI. 3 Runden lang gibt sie Gas wie nichts Gutes und wenn man dann endlich zu Beginn der 4. vor ihr ist, dann hat man ruckzuck 15 Sekunden Vorsprung. Und kann auch seitlich mit beiden Augen zu, Blondine auf dem Schoß und aus dem Fenster wedelnd, rückwärts das Rennen gewinnen, weil sie einfach das Rennen aufgegeben hat. Oder man wird einfach ganz fies von ihr an die Wand gedrückt. Generell fährt die KI wie auf Schienen und in ihrem eigenen Destruction Derby hat man das Gefühl. Das sind also Rennclubs? Professionelle Rennclubs? Die machen das professionell? Eher nicht. Es gibt aber auch, oder klar logisch, einen Multiplayer-Modus. Online. Autorennen. Gegen andere Spieler. Ja, und wie ist das so? Tja, wie soll das sein? Wie zu erwarten? Rennen einstellen, Spieler kommen rein, Rennen geht los. Und schon rammen sich alle wie die Behinderten von der Straße. Ach ja, Deppen. Nach 3 Versuchen ausgemacht, das Elend. Ich hab's vorher gewusst, ich hätt's bleiben lassen sollen. Unser Fazit, Grid 2 ist wirklich ein mittelmäßiges Spiel in einem scheißteuren Anzug. Codemasters hat die Kohle, also soll's ihnen gegönnt sein. Aber dann reicht das für uns? Nope. Reicht leider nicht. 6,5 von 10 von uns für euch. Schämt euch, Codys. Kaufempfehlung gibt's von uns erstmal nicht. Wenn Summer Sale bei Steam ist oder bei eBay ihren Schnäppchen seht oder so, könnt ihr gern zuschlagen. Aber die 40 Euro momentan ist es echt nicht wert. Sorry.